wird Bundesinnenminister Thomas de Maizière und der Vorsitzende der Innenministerkonferenz Markus Ulbich jetzt gleich die Kriminalitätsstatistik 2016 vorstellen und die Fallzahlen für die politisch motivierte Kriminalität. Ein paar Zahlen waren ja am Freitag schon durchgesickert. Der Innenminister selbst hatte sich aber zu diesen Zahlen bisher noch nicht geäußert. Jetzt also gleich aus berufenem Munde und von offizieller Seite die genaueren Details der Kriminalitätsstatistik 2016. Schönen guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich eröffne diese Pressekonferenz. Wir haben Gäste hier auf dem Podium. Ich begrüße neben mir den Bundesminister des Innern, Herrn Dr. Thomas de Maizière, sowie den Staatsminister Markus Ulbich, Vorsitzender der Innenministerkonferenz. Unser Thema ist heute die Vorstellung der polizeilichen Kriminalstatistik sowie der Fallzahlen für die politisch motivierte Kriminalität. Zum Ablauf möchte ich noch etwas sagen. Möglicherweise gibt es auch Fragen zu Themen, die über unseren Berichtsgegenstand hinausgehen. Die stellen wir bitte ans Ende. Erst machen wir mal das, wofür wir hier zusammengekommen sind. Bitte schön, Herr Minister. Gemeinsam mit meinem Kollegen, dem sächsischen Innenminister, stellen wir Ihnen heute traditionsgemäß die Zahlen zur polizeilichen Kriminalstatistik des Jahres 2016 vor und auch die Zahlen über die politisch motivierte Kriminalität. Die Zahl der in Deutschland verübten Straftaten ist im vergangenen Jahr in Deutschland im Wesentlichen gleich geblieben. Sie ist nicht gestiegen, und das bei deutlich mehr Einwohnern. Das ist erfreulich. Erfreulich ist auch, dass die Aufklärungsquote den höchsten Stand seit 5 Jahren erreicht hat. Hier gilt es dafür zu arbeiten, dass sich diese Entwicklung verstetigt. Wir brauchen wirksame Vorbeugungen gegen Straftaten und klare und dort, wo nötig, auch harte Antworten des Rechtsstaats, auch der Justiz, auf die Kriminalität in unserem Land. Die Lage der Kriminalität in Deutschland zeigt aber mehr als früher viel Licht und viel Schatten. Weniger Wohnungseinbrüche, weniger Ladendiebstähle, weniger Betrugsdelikte, aber mehr Gewaltdelikte aller Art, mit Ausnahme bei einem Rückgang bei den Raubdelikten. Und die Statistik zeigt auch, dass die Kriminalitätsbelastung in verschiedenen Bundesländern höchst unterschiedlich ist. Eine positive Entwicklung ist insbesondere beim Thema Wohnungseinbruch festzustellen. Im Jahr 2016 sind die Fallzahlen erstmals seit vielen Jahren wieder um knapp 10% zurückgegangen. Der Anteil der Versuche hingegen steigt. Das heißt, immer mehr Wohnungseinbrüche scheitern bereits bei der Tatausführung. Unsere Konzepte greifen, unsere gemeinsamen Bemühungen zeigen erste Erfolge. Eine bessere und engere Zusammenarbeit in den Ländern und zwischen den Ländern und zwischen den Ländern und dem Bund, auch mit internationalen Staaten, der Einsatz intelligenter Software zur Früherkennung von denkbaren zukünftigen Einbrüchen, staatliche Fördermittel zum Schutz von Wohnungen, all das zusammengenommen war der Schlüssel zu diesem Erfolg. Das alles muss auch in der Justiz jetzt seinen Widerhall finden. Die von Gerichten verhängten Strafen müssen härter werden, um eine abschreckende Wirkung zu erzielen. Ich bin sehr froh, dass es im letzten Koalitionsausschuss nun endlich gelungen ist, auch den Koalitionspartner davon zu überzeugen, dass es richtig ist, den einfachen Wohnungseinbruch in eine dauerhaft privat genutzte Wohnung als Verbrechenstatbestand, und das heißt mit einer Mindeststrafe von 1 Jahr einzustufen, ohne die Möglichkeit der Einräumung eines minderschweren Falls. Das ermöglicht auch die Möglichkeit der Verkehrsdatenabfrage für die Aufklärung, insbesondere von Bandenkriminalität. Bei einem Anteil von 80% Tatverdächtigen, die bereits vorher polizeilich in Erscheinung getreten sind, ist das wichtig, gerade auch um Serien und Serientäter festzustellen und zu überführen. Wir werden uns auf diesen Erfolgen bei dem Kampf gegen den Wohnungseinbruch allerdings nicht ausruhen, sondern den eigenen geschlagenen Weg konsequent fortsetzen. Wir wollen, dass diese günstige Entwicklung
anhält und die Zahl der Wohnungseinbrüche weiter zurückgeht. Dem dienen das neue BKA-Gesetz, dem dient der Gleichlauf von Telekommunikationsgesetz und Telemediengesetz. Die rechtliche Trennung dieser beiden Gesetze ist technisch überholt. Es kann nicht sein, dass Kommunikation überwacht werden darf, wenn sie mittels SMS läuft, nicht aber unter anderen Bedingungen, wenn sie mit einem Messenger-Dienst erfolgt. Die Sicherheit muss technologisch mit der Kriminalität Schritt halten, auch hier. Meine Damen und Herren, besorgniserregend ist die Verrohung in unserer Gesellschaft und deren Folgen. Wir bestellen sie seit einiger Zeit fest. Die Gewaltkriminalität war in Deutschland rückläufig bis 2015. Dort ist sie erstmalig angestiegen, schon vor der Zuspitzung der Flüchtlingslage. Diese Verrohung zeigt sich nicht nur in der Sprache, etwa im Internet, in Respektlosigkeit, darin, wie ruppig manche mit ihren Mitmenschen umgehen. Sie zeigt sich auch in der Kriminalität, und zwar überall, in der Alltagskriminalität, in der politisch motivierten Kriminalität, rechts, links und von Ausländern. Es muss uns allen Sorge bereiten, dass die Gewaltdelikte deutlich zugenommen haben. Gestiegen sind vor allem die Fallzahlen bei gefährlichen und schweren Körperverletzungen. In diesem Bereich haben wir neue Straftatbestände im Sexualstrafrecht geschaffen, denn auch die Zahl bei den Vergewaltigungen und sexuellen Nötigungen ist angestiegen. Auch sexuelle Übergriffe aus Gruppen heraus können nun angemessener als bisher bestraft werden. Das ist eine Konsequenz aus der Silvesternacht in Köln. Und der Anstieg der Zahlen hat auch was mit der Entwicklung durch und nach Köln zu tun. Wie wollen wir in Deutschland zusammenleben? Hierfür geben unser Grundgesetz und unsere Gesetze den unverhandelbaren Rahmen vor. Daneben gibt es ebenso nicht verhandelbar, aber noch mehr Werte und ungeschriebene Normen, die unser Miteinander bestimmen. Diese sind gerade in schwierigen Zeiten für das Funktionieren unserer Gesellschaft von herausragender Bedeutung. Und gerade hier ist etwas in unserem Land ins Rutschen geraten. Diese Entwicklung kann nicht allein von Politik, Justiz und Sicherheitsbehörden aufgefangen werden. Alle Teile dieser Gesellschaft sind hier gefragt, der zunehmenden Verrohung und jeder Form von Hass und Gewalt entschieden entgegenzutreten, auf unseren Straßen und auch im Internet. Zu beklagen sind häufig leider auch sogenannte Widerstandsdelikte, massive Angriffe auf Polizeibeamte, hier haben wir auch einen Anstieg, aber sogar inzwischen auch auf Rettungskräfte und Sanitäter. Und das spiegelt sich auch im Anstieg der Gewaltkriminalität wider. Angriffe auf Menschen, die uns schützen und die uns helfen, sind besonders niederträchtig. Da brauchen wir kein Verständnis, da brauchen wir eine harte und klare Linie. Und das heißt auch härtere Strafen. Deswegen war es überfällig, die Strafbarkeit für Gewalttaten gegen Polizisten und Rettungskräfte zu erhöhen. Meine Damen und Herren, ich möchte den Anstieg der Gewaltdelikte im letzten Jahr als einen Weckruf nutzen. Einen Weckruf an uns alle. Respekt, Maß und Gewaltlosigkeit in unserer Sprache und unserem Handeln wieder mehr zur Geltung zu verschaffen und das Problem nicht nur allein Polizei und Justiz zu überlassen. In den Jahren 2015 und 2016 sind insgesamt über 1 Million Menschen nach Deutschland als Geflüchtete zugewandert. Hinzu kommen Hinzugezogene aus Europa und Drittstaaten. Nun ist es eine zwangsläufige Folge, dass zahlenmäßig mehr Menschen auch höhere Kriminalitätszahlen bedeuten. Dennoch ist die Kriminalität in Deutschland insgesamt nicht gestiegen, trotz erhöhter Einwohnerzahlen, sondern konstant geblieben. Das ist zunächst eine gute Nachricht. Unerfreulich ist jedoch, dass die durch Zuwanderer, finden Sie definiert in dem Bericht, als überwiegend die Geflüchteten, dass die durch Zuwanderer verübte Kriminalität im vergangenen Jahr überproportional zugenommen hat. Da gibt es nichts zu beschönigen. Das gilt leider für nahezu alle Deliktsbereiche. Und leider, das zeigen die Zahlen, geht der deutliche Anstieg im Bereich der Gewaltdelikte vor allem auf einen Anstieg der durch Zuwanderer verübten Gewaltdelikte zurück.
Bei den Gewaltdelikten haben wir 1% mehr Deutsche, aber knapp 90% mehr zugewanderte Tatverdächtige im Jahr 2016. Zur Wahrheit gehört genauso aber auch Folgendes. 80% der Zuwanderer, die Opfer einer Gewalttat wurden, waren Opfer der Gewalt eines anderen Zuwanderers. Das macht es absolut nicht besser, gehört aber zu einem vollständigen Bild dazu. Ein Erklärungsansatz für dieses auffallende Täter-Opfer-Verhältnis könnte natürlich auch in beengten Unterbringungssituationen liegen, die wir in weiten Teilen des letzten Jahres auch noch hatten. Wenn Gewalttaten gegen Zuwanderer auf Straßen und Plätzen verübt wurden, lag die Quote nämlich deutlich niedriger, nur noch bei 65%. Neben der Unterbringung treffen auch ethnische und religiöse Konflikte aus den Heimatländern in Deutschland aufeinander. Ein Zündstoff, der sich leicht entzünden kann. Ein weiterer Erklärungsansatz, der die gestiegene Gewalt ebenfalls in keiner Weise rechtfertigt, sind Alter und Geschlecht der Täter. Die Kriminalitätsbelastung der von 18- bis 21-jährigen Männern ist auch unter Deutschen 4-mal so hoch wie bei der Gesamtbevölkerung. Da die meisten Zuwanderer junge Männer sind, überrascht es kriminologisch nicht, dass deren Kriminalität vergleichsweise hoch ist. Und das ist ein besonders wichtiger Befund, es sind häufig wenige Geflüchtete und dann noch aus bestimmten Staaten, die häufig mehrere Straftaten verüben und so andere unbescholtene Geflüchtete in Misskredit bringen. Ein nicht unerheblicher dieser Anteil des Anstiegs ist so also auf intensive Mehrfachtäter zurückzuführen aus dem Bereich der Geflüchteten und hier noch aus bestimmten Staaten. Fest steht auch, dass zeigen die Zahlen, dass diejenigen, die wirklich schutzbedürftig sind, diejenigen, die unsere Bürgerinnen und Bürger als die eigentlichen Flüchtlinge schützen wollen, wie beispielsweise Syrer, unter den kriminellen Zuwanderern unterrepräsentiert sind, also deutlich weniger kriminell sind. Gerade diese Gruppe begeht vergleichsweise wenige Straftaten. So unerfreulich diese Zahlen insgesamt sind, so bestätigen Sie uns in unserem Kurs, den wir 2016 eingeschlagen haben, deutlich zu differenzieren nach der Schutzbedürftigkeit eines jeden Einzelnen. Wer keines Schutzes bedarf, hat kein Recht darauf, in unserem Land zu bleiben. Und wer hier schwere Straftaten verübt, hat sein Aufenthaltsrecht verwirkt. Die Verschärfung der einschlägigen Gesetze, die zügige Verabschiedung des von mir eingebrachten Gesetzes zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht, hoffentlich noch im Mai im Deutschen Bundestag, und konsequente Abschiebungen in die Heimatländer sind unsere Antwort, auch um diejenigen, die unseres Schutzes wirklich bedürfen, jegliche Unterstützung und Hilfe zur Integration geben zu können, die sie benötigen. Wir lassen es nicht zu, dass alle bei uns lebenden Flüchtlinge pauschal unter Verdacht gestellt werden, weil eine zu große Minderheit bei uns straffällig wird. Die allermeisten von ihnen leben mit uns, mit unseren Werten und Regeln eines friedlichen und demokratischen Zusammenlebens. Meine Damen und Herren, nur noch kurz zu den Zahlen der politisch motivierten Kriminalität. Mit diesen betrachten wir weniger als 1% des gesamten Kriminalitätsgeschehens. Das möchte ich vorab zur Einordnung sagen. Und dennoch ist es wichtig, diese Straftaten separat zu erfassen. Es handelt sich um Straftaten, die für das Zusammenleben in Deutschland eine enorm wichtige Bedeutung haben. Straftaten, die von Hass getragen sind, die sich gegen Minderheiten richten und mit denen die Verfassung außer Kraft gesetzt werden soll. Ich sehe in dieser Art von Straftaten trotz einer relativ zahlenmäßig kleinen Bedeutung eine Art Seismograph, eine Art Stimmungsbarometer über die Stimmung in der Gesellschaft. Es gibt hier folgende Entwicklung im letzten Jahr. Die Anzahl politisch motivierter Straftaten hat 2016 erneut zum 4. Mal einen Höchststand erreicht. Das ist inakzeptabel. Das deckt sich mit dem Anstieg der Gewaltkriminalität auch außerhalb der politisch motivierten Kriminalität. Das liegt insbesondere an der deutlichen Zunahme der politisch motivierten sogenannten Ausländerkriminalität um mehr als 60%. In diesem Bereich werden beispielsweise Straftaten im Namen von ausländischen extremistischen Organisationen wie dem sogenannten IS, der PKK oder der Tamil Tigers erfasst. Die schrecklichen Bilder des Anschlages vom 19. Dezember am Breitscheidplatz und der weiteren Terroranschläge haben uns auf grausame Weise gezeigt, Deutschland
steht im erklärten Zielspektrum von terroristischen Organisationen. Daneben ist Deutschland und war es seit langem Spiegel innertürkischer Konflikte. Die Sicherheitsbehörden des Bundes und der Länder kennen das. 2016 haben sich allein die mit dem Türkei-PKK-Konflikt im Zusammenhang stehenden Straftaten fast verdoppelt. Auch rechtsmotivierte Gewalt hat deutlich um 14,3% zugenommen. Die Zahlen liegen jetzt ungefähr auf dem hohen Niveau der linken Gewalttaten, die im vergangenen Jahr zurückgegangen sind. Die erfreuliche Tatsache des Rückgangs linksmotivierter Gewalt ist allerdings darauf zurückzuführen, dass es kaum Großereignisse wie die Eröffnung der EZB oder G7-Gipfel gegeben hat, die als vermeintliche Rechtfertigung für Gewalt und Zerstörung von der linken Szene missbraucht werden können. Das wird sich in diesem Jahr vermutlich ändern mit 3 Landtagswahlen und dem G20-Gipfel. Vor allem die große Brutalität und Rücksichtslosigkeit, mit der vorgegangen wird, macht fassungslos. In mehreren Fällen wurden bewohnte Asylunterkünfte mit Molotow-Cocktails in Brand gesetzt. In 2 Fällen wurden Ausländer in Gleisbette geschubst. Es sind Fälle wie diese, die hinter den in dieser Statistik erfassten 18 versuchten rechtsmotivierten Tötungsdelikten steht. Nur durch Zufall kam kein Mensch zu Tode. Schwerpunkt der Angriffe von rechts waren erneut Asylsuchende und deren Unterkünfte. Aber die Zahlen sinken endlich. Seit dem Höchststand im Januar 2016 mit 191 Taten gehen die Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte deutlich zurück. Im Dezember wurden 37 Taten registriert. Auch die ersten Zahlen des Jahres 2017 bestätigen diesen Trend. Wir nähern uns wieder dem Niveau 2014, als Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte erstmals erfasst worden sind. Allerdings ist der Rückgang nicht annähernd proportional zu dem Rückgang der Asylunterkünfte. Von daher ist hier kein Grund für Entspannung oder kein Anlass, nicht mehr dort aktiv zu sein. Wir gehen mit aller gebotenen Härte des Rechtsstaats gegen Personen vor, die unsere Rechtsordnung ablehnen. Ich habe deshalb im November 2016 das Bundesamt für Verfassungsschutz angewiesen, zusammen mit den Ländern die sogenannten Reichsbürger zu beobachten. Nach ersten Erkenntnissen verfügen 700 dieser sogenannten Reichsbürger über Waffenerlaubnisse. Das ist inakzeptabel. Ich habe die Verfassungsschutzbehörden daher beauftragt, die zuständigen Waffenbehörden der Länder beim Entzug der Waffenerlaubnisse von Reichsbürgern mit eigenen Erkenntnissen zu unterstützen. Eine Entspannung bei den Zahlen der PMK, der politisch motivierten Kriminalität, ist also nicht zu erwarten. Im Jahr 2017 finden 3 Landtagswahlen statt, die Bundestagswahlen, der G20-Gipfel. Insbesondere die Großveranstaltung in Hamburg bringt die linksextremistische Szene schon jetzt in Stellung. Die Sicherheitsbehörden sind darauf vorbereitet und werden, wenn nötig, hart durchgreifen. Meine Damen und Herren, diese Woche ist eine besondere Woche für die Sicherheit in Deutschland. Heute stellen wir der Öffentlichkeit die Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistik vor und der politisch motivierten Kriminalität. Voraussichtlich am Donnerstag verabschieden wir im Bundestag das neue Gesetz über das Bundeskriminalamt. Wir erhöhen die Strafen bei Angriffen auf Polizeibeamte und Rettungskräfte. Und wir führen in der Umsetzung einer EU-Richtlinie ein System zum Austausch von Fluggastdaten ein, mit dem wir für mehr Sicherheit im Flugverkehr sorgen. Tag für Tag arbeiten Tausende von Polizistinnen und Polizisten dafür, die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten. Dafür gilt Ihnen an dieser Stelle mein herzlicher Dank und mein Respekt. Deutschland ist und bleibt ein wehrhafter Rechtsstaat. Gemeinsam mit den Innenministerländern arbeite ich dafür, dass das so bleibt. Ganz herzlichen Dank. Das Wort hat jetzt Herr Staatsminister Ulbich, bitte sehr. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte mit dem beginnen, mit dem mein Kollege Thomas de Maizière geendet hat, nämlich mit dem Dank an die Polizistinnen und Polizisten des Bundes und der Länder. Sie sind es gewesen, die dafür gesorgt haben, dass die Sicherheit in Deutschland auch im vergangenen Jahr weiterhin auf hohem Niveau gewährleistet war und dass Deutschland weiterhin zu eines der sichersten Länder der Welt gehört. In diesem Dank will ich die Mitarbeiter aller Sicherheitsbehörden einschließen.
Und dass das in Zukunft auch so bleibt, deshalb ist es notwendig, dass im Bund und in den Ländern verschiedene Aktivitäten entfaltet werden, neben dem, dass der Bund entschieden hat, zusätzlich Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte auszubilden und dann in den Dienst zu nehmen, gilt das für die Länder gleichermaßen. Und auch im Bereich der Ausstattung ist bei den Ländern ganz massiv investiert worden. Dritter Punkt, der notwendig ist, ist das rechtliche Rahmengerüst, das an der einen oder anderen Stelle anzupassen ist. Dazu werde ich gleich noch ein paar Worte sagen. Zurück zur Kriminalitätsstatistik. Die Entwicklung im vergangenen Jahr war in Deutschland ja vor allem durch die gewachsene Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus und die unterschiedlichen Facetten auch im Bereich der Zuwanderung geprägt. Wenn auch statistisch nicht immer in dem Maße wie in der öffentlichen Wahrnehmung. Deswegen ist es richtig und gut, dass an einem solchen Tag wie dem der Veröffentlichung der Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistik die Zahlen vorgetragen werden, aber gegebenenfalls auch Hintergründe beleuchtet werden können. Denn so positiv wie die Entwicklung bei Wohnungseinbruchsdiebstahl, Ladendiebstahl oder Wirtschaftskriminalität ist bei gleichzeitigem Anstieg der Bevölkerung, so Besorgnis ist die Entwicklung in anderen Kriminalitätsphänomenbereichen. Neben der Gewalt- und Drogenkriminalität sowie Waffengesetzverstößen ist es vor allem die gewachsene Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus. Deshalb ist es mir als Vorsitzender der Innenministerkonferenz ein Anliegen, dass in den Gefahrenabwehrgesetzen des Bundes und der Länder Angleichungen vorgenommen werden. Dazu zählt für mich die Schaffung gesetzlicher Regelungen zur elektronischen Aufenthaltsüberwachung sowie zu Aufenthalts- und Kontaktverboten, ebenso die Möglichkeit zur Ausweitung von Videoüberwachung im öffentlichen Raum. Hierzu brauchen wir auch eine Anpassung der Polizeigesetze in den einzelnen Ländern und die Vereinheitlichung und Harmonisierung der IT-Infrastruktur bei der Polizei. Denn auch gerade durch die zunehmende Globalisierung und Digitalisierung steigen auch hier die Herausforderungen bei der Gefahrenabwehr und der Strafverfolgung auf nationaler und internationaler Ebene. Ich stimme mit meinem Kollegen Thomas de Maizière zudem völlig überein, dass wir mit aller gebotenen Härte des Rechtsstaates gegen Personen vorgehen müssen, die unsere Rechtsordnung ablehnen. Das betrifft in erster Linie natürlich Kriminelle, ebenso wie Extremisten in allen Bereichen, aber eben auch die Reichsbürger und diejenigen, die als NPD-Mitglieder im Besitz von Waffen sind. Ich habe deshalb das, was Thomas de Maizière angesprochen hat, für Sachsen gleichermaßen wie viele andere Kollegen aufgegriffen und die Waffenbehörden durch Erlass beauftragt, Reichsbürger und nach dem NPD-Bundesverfassungsgerichtsurteil gleichermaßen für NPD-Mitglieder zu prüfen, ob die Zuverlässigkeit noch gegeben ist und gegebenenfalls die Waffenerlaubnisse zu entziehen. Als Innenministerkonferenzvorsitzender und Innenminister eines Bundeslandes möchte ich ein Thema aufgreifen, welches für mich noch mal besonders wichtig ist, das Thema Gewalt gegen Polizeibeamte, Rettungskräfte und Vollstreckungsbeamte. Ja, das ist ein Phänomen, welches die Veränderungen in unserer Gesellschaft buchstäblich ins Auge scheinend deutlich macht. Und deshalb ist neben Politik auch Gesellschaft gefordert. Es kann nicht hingenommen werden, dass Menschen, die für unseren Staat auftreten oder die Menschen in Not helfen, dass diese angegriffen werden. Und deshalb hoffe ich sehr, dass am Donnerstag der Bundestag das neue BKA-Gesetz verabschiedet und die Strafen bei Angriffen auf Polizeibeamten und Rettungskräfte erhöht werden. Es geht ja dort auch um eine Erweiterung der Regelbeispiele und auch die Ausweitung des Personenkreises. Im Jahr 2016 wurden in der polizeilichen Kriminalstatistik mehr als 24.000 Fälle von Widerstandshandlung gegen die Staatsgewalt erfasst. Das bedeutet gegenüber 2015 Anstieg von 11%. Ich bin überzeugt davon, dass hier auch technische Ausstattung helfen kann, zum Beispiel Bodycams, die werden ja in verschiedenen
Bundesländern erprobt und mittlerweile auch bei der Bundespolizei. Wir haben der Öffentlichkeit ja am 31. März bei uns in der Bundesautobahn A4 die Möglichkeit gegeben, da zu sehen, welche Möglichkeiten da vorhanden sind. Und wir versprechen uns davon nicht nur eine verbesserte Beweislage im Falle einer Straftat, sondern vor allem auch eine Erhöhung des Schutzes der eingesetzten Polizeibeamten vor Übergriffen. Die ersten Ergebnisse sind durchaus vielversprechend. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte zum Schluss noch das bereits angesprochene Thema ansprechen, welches sowohl die Statistik, aber auch die Diskussion in unserer Gesellschaft stark prägt. Das ist das Thema Kriminalität im Zusammenhang mit Zuwanderern. Der Bundesinnenminister hat Sie in seinen Ausführungen über die Entwicklung bereits informiert. Als Länder beschäftigt uns dieses Thema seit dem Herbst 2015. Und auch wenn sich eine große Mehrzahl der Zuwanderer rechtskonform verhält, mussten wir feststellen, dass ein kleiner Teil der Zuwanderer wiederholt Straftaten begeht und die Gesetze in Deutschland nicht beachtet. Hier sind wir als Sicherheitsbehörden gefordert und müssen entsprechend reagieren. Es ist einfach nicht hinnehmbar, dass insbesondere eine kleine Anzahl von Zuwanderern das Bild über die Flüchtlinge in der Öffentlichkeit prägen. Nach wie vor ist eine kleine Gruppe von Zuwanderern, für Sachsen kann ich sagen, ca. 1% von Zuwanderern sind für fast 40% der Straftaten in diesem Bereich verantwortlich. Und das kann nicht akzeptiert werden. Deswegen müssen wiederholte Verstöße gegen die Rechtsordnung Konsequenzen haben, entweder strafrechtlicher Natur oder indem straffällige Zuwanderer, die kein Bleiberecht für sich in Anspruch nehmen können, beschleunigt abgeschoben werden. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen Polizei und Staatsanwaltschaft intensiv zusammenarbeiten und dort täterorientiert und konzentriert. Und zugleich braucht es einer prioritären Bearbeitung der Asylverfahren durch das BAMF sowie einer beschleunigten Abschiebung abgelehnter Asylbewerber durch die Ausländerbehörden. Deswegen ist es gut, dass es ganz intensiv Bemühungen gibt, dass die Abschiebehindernisse reduziert werden und damit die Möglichkeiten oder die Zeiten, die dafür notwendig sind, deutlich verkürzt werden. Zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung hat der Bundesminister schon ausgeführt, wird aus der Sicht der Länder unbedingt begrüßt. Und wir hoffen, dass das, was da beschlossen wird, baldmöglichst Rechtskraft erlangt und entsprechend dann auch umgesetzt werden kann. Deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, als Ausblick, die Sicherheitsbehörden des Bundes und der Länder stehen in den kommenden Monaten und Jahren vor weiteren bemerkenswerten sicherheitspolitischen Herausforderungen. G20-Gipfel, Bundes- und Landtagswahlen sind angesprochen worden. Im Vorfeld dieser Wahlen rechnen wir wieder verstärkt mit politisch motivierten Angriffen auf Einrichtungen von Parteien, aber eben auch auf Amts- und Mandatsträger. Wir sind darauf eingestellt und wir werden die Wirksamkeit der Sicherheitsvorkehrungen überprüfen und dort, wo notwendig ist, entsprechend nachbessern. Und deshalb kann ich sagen, als IMK-Vorsitzender, die Herausforderungen sind Herausforderungen, die wir nur gemeinsam lösen können. Und deshalb werden wir sowohl die Landesinnenminister, aber ich gehe davon aus, gemeinsam mit dem Bund diese Herausforderung annehmen und bewältigen. Herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank. Wir fangen mit der ersten Frage vom Kollegen Lose an. Und derweil nehme ich schon mal weitere Fragewünsche entgegen. Ich habe zwei kurze Fragen. Die eine bei dem gewählten Zuwanderer oder verwendeten Zuwandererbegriff sind ja, soweit ich es verstanden habe, die anerkannten Flüchtlinge nicht mit dabei. Die Frage ist, bleibt es bei diesem Begriff und warum wurde das so gewählt? Warum überhaupt der Begriff Zuwanderer, der ja auch Menschen, ich sage mal, kanadische Ingenieure betrifft, die über das Aufenthaltsgesetz hierher kommen? Das wäre die erste Frage. Die zweite Frage, ich habe es jetzt noch nicht nachlesen können, wie viele vollendete Tötungsdelikte sind denn bei den Zuwanderern dabei und wo tauchen überhaupt und wo tauchen die 12 Tötungsdelikte
von Herrn Amri in dieser Statistik auf? Herr Lohse, man kann darüber reden, ob der Zuwandererbegriff hier treffend gewählt ist. Fachleute haben ihn nun mal gewählt. Er ist definiert in dem Text und bezieht sich nicht auf EU-Zuwanderer und bezieht sich nicht auf Drittstaatenzuwanderer, sondern die Geflüchteten, unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus, aber auch die hier illegal Aufhältigen. Ich habe es ja oft genug gesagt, bei den Marokkanern ist es zum Teil so, dass sie hierher kommen, sich illegal aufhalten und erst wenn sie straffällig in Erscheinung treten, dann überhaupt einen Asylantrag stellen. Das ist da so definiert, und zwar insbesondere, weil eben die öffentliche Debatte darum geht, wie entwickelt sich unsere Kriminalitätsbelastung im Blick auf diesen Personenkreis. Deswegen gehen die anderen aber nicht verloren, und sie finden dann in den Unterlagen die Rubrik nicht-deutsche Tatverdächtige. Das sind dann alle und darunter dann die von mir eben beschriebene Gruppe der Zuwanderer, sodass wir da, glaube ich, einen vollständigen Blick bekommen. Ich darf auch darauf hinweisen, dass das BKA heute den üblicherweise jedes Quartal gebende Bericht über Kriminalität im Blick auf Zuwanderung für das Jahr 2016, das Lagebild, heute noch mal veröffentlicht hat. Auch das steht Ihnen zur Verfügung. Zur zweiten Frage. Die polizeiliche Kriminalstatistik ist, jetzt wird es ein bisschen fachlich, eine sogenannte Ausgangsstatistik. Das bedeutet, das wird dann vermerkt, wenn die Polizei ihre Ermittlungen beendet hat und dann übergibt. Das bedeutet für die Tötungsdelikte, dass etwa die 12 Ermordeten des Breitscheidplatzes hier noch nicht enthalten sind, dass aber die über 200 ums Leben gekommenen von dem Germanwings-Absturz in dieser Statistik 2016 stehen, obwohl der Absturz 2015 war. Und ähnliches gilt für einen spektakulären Fall eines Pflegers in Niedersachsen, der viele Menschen umgebracht hat. Ja, soweit Bundesinnenminister Thomas de Maizière mit den Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistik 2016.